So, guten Morgen. Wir sind wieder unterwegs, nachdem wir einen Tag Pause hatten. Und hier in der Stadt ist auf jeden Fall schön hell, wenn man losläuft. Kann man nicht anders sagen. So, wie ihr seht, gleich früh morgens eine andere Pilgergruppe, die direkt vor uns läuft. Also, obwohl wir einen Tag Pause gemacht haben, sind immer noch genug Pilger da. Also, haben jetzt keinen Verlust gemacht an Menschen. So, jetzt laufen wir erstmal über so eine Brücke. Oh, da sieht ganz hübsch aus hier früh morgens, ne? Ja. So Leute, jetzt sind wir wieder ein bisschen raus zur Stadt. Jetzt ist es wieder richtig dunkel. Tim hat dann immer ein bisschen Taschenlampe an. Dann geht es. Aber wie ihr seht, seht ihr wieder nichts außer Timmys Taschenlampe. So, wie ihr seht, jetzt schon wieder ein bisschen heller. Wir sind jetzt auch schon wieder eine gute Stunde unterwegs und haben so knapp 4,5 Kilometer geschafft. Ist ein bisschen bergauf, aber alles noch gut machbar. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, ich habe hier auf der Stirn ein Pflaster. Nachts schön in die Tür gerannt, als ich auf die Toilette gehen wollte. Ja, ich kann im Dunkeln nicht so gut sehen und boah, hab ich die Tür übersehen, ne? Ja, hat ordentlich hier rum, es waren alle anderen wach wieder. Und hat dann, wie gesagt, war ein bisschen ein kleiner Cut. Musste ich erstmal ein bisschen abtupfen und dann wenigstens ein Pflaster drauf machen. Boah, aber ansonsten war das schön, die Pause da im Ort. Sind ein bisschen bummeln gegangen, haben auch ein, zwei hübsche Sachen gefunden, so Kunsthandwerk und so. Wow, war ganz cool. So, jetzt haben wir einen Pausenspot gefunden. Erstmal schön Kaffee. Haben sie wieder Kuchen dazu gelegt. Den hat zwar nie bestellt, aber machen die immer. Oh, und ein Säftchen und so. Und dann, jo. Genießen wir jetzt erstmal ein Päuschen. So Leute, wir sind jetzt ein bisschen gestärkt, haben was gefuttert, wie ihr gesehen habt. Und jetzt geht es auf die letzten 12 Kilometer knapp. Vielleicht sind es noch 13, aber jetzt nicht wirklich viel. Und dann haben wir uns das Tagesziel auch schon wieder geschafft. Dann hoffen wir auf einen schönen Mittag. Boah, mal schauen, was uns heute erwartet. Momentan haben wir wieder das Gefühl, wir essen immer dasselbe. Deswegen wollen wir mal gucken, ob wir was Schönes finden. Vielleicht mal irgendwie Nudeln oder so. Vielleicht kochen wir uns auch was. Mal schauen. Wir sind noch nicht so ganz einig, wie das weitergeht. Ja, na denn. Bis später. So, wir haben jetzt 16,8. Also da haben wir mal 17 Kilometer geschafft. Die Etappe heute ist nur am Anfang ein bisschen bergauf, aber nicht viel. Ansonsten ziemlich flach, so alles so solche festen Schotter-Sandwege, so sag ich mal. Ist eigentlich ganz angenehm zu laufen, wenn wir gut durchkommen heute. Viele Pilger wieder unterwegs, also die kleinen Pausenbars sind sehr voll. Also ja, man findet immer noch einen Sitzplatz, so voll nicht, aber schon ordentlich voll. Wetter ist heute zum Laufen auf jeden Fall sehr gut, weil es ein bisschen kühler ist, bewölkt auch, ne? Und das passt alles, ne? Nur tut immer noch ein bisschen die Ommel weh, aber ansonsten ist alles chico. So Leute, hier seht ihr endlich mal wieder Mais. Den sieht man hier nicht so viel in Spanien. Achso, Portugal war mehr Mais, ne? Hier, jetzt haben wir auch mal wieder Mais hier. Boah, so sehen die Wege jetzt hier aus. Das war eigentlich wieder sehr hübsch, ne? Wieder halt Wege, ne? So wie die anderen Tage auch. Good hot song.
so Entenfeinis und so kleine Babys. Ist das süß? Kleine Babyenten. Feini-Enten. Also Feini-Gänse hier. Und kleine Babys dazu. Sind ja richtig süß. Und da, aber das sind Gänse da, ne? Die da hinten und die hier. So, heute mal in meinen Tonschuhen wieder unterwegs. Ich habe immer noch keine einzige Blase. Noch alle tip top. So, hier seht ihr mal, wie voll eigentlich so der Weg ist. Ist da vorne hin überall Leute und um die Ecke auch wieder Leute und Leute, Leute, Leute. So, da gehen wir jetzt was essen. Oh, heute gibt es mal einen lecker Burger, das sieht wirklich sehr gut aus. Wir haben Hunger. So, wir sind jetzt angekommen in der Bude. Die ist auch wieder sehr schön hier, wieder mit Pflaster, wieder ganz normal, wie ihr es kennt. Hier ist das Wohnzimmer, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Ja, ja, auf jeden Fall. Denn hier ist die Küche, auch schön groß und Waschmaschine, richtig geil. Dann haben wir hier das Bad. Mal gucken wieder, wie es hier mit dem Licht steht. Das, wenn der Lichtschalter in Spanien ist, immer geil. Ist das hier? Hier. Ja. Ah, okay. Ja, hinter der Heizung. Gut gemacht auf jeden Fall. Hinten. Naja, auf jeden Fall Bad, sehr schön auch. Ja. Ja, dann hat meine Schwester hat hier ein eigenes Bad. Okay. Und natürlich Riesenraum. Ein Riesenraum, wo ein Bett drin steht, ein Doppelbett. Für mich. Ja, und dann. Hallo? Hm? Hm? Und dann hier ist das Zimmer von mir und Tim. Hier dann ein einzelnes Bett. Das ist sehr schön. Und was ist eigentlich da hinten raus? Ach, da kann man dann die Wäsche aufhängen. Wäsche aufhängen oder so, ja. Ja, gut. Da ist dieses Ding. Okay, das war's. Ja, hallo Leute, und das war's dann auch schon mit dem kurzen Video von dem Tag. Wir waren ja dann in Caldas de Reis. Die Stadt fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Ein bisschen runtergekommen vielleicht sogar. Ein paar Aufnahmen habe ich noch in der Stadt gemacht, das habe ich dann aber weggelassen, weil ich es ehrlich gesagt ja nicht so prickelnd fand. Das Essen war dort aber sehr gut, was ihr da gesehen habt. Das hat irgendwie 11 Euro gekostet, mein Burger mit den Pommes und einer Cola. Das war tatsächlich ein guter Preis. War auch sehr, sehr, sehr lecker. Falls ihr euch wundert, hier im Hintergrund, das sind so von der neuen Herberge, was ihr im nächsten Video seht, oder in der neuen Unterkunft. Da sind so ein bisschen Dankesschreiben an der Wand. Das ist ganz hübsch gemacht, haben die Leute so ein paar Andenken da gelassen. Ja, wie gesagt, das soll es schon gewesen sein mit dem kurzen Video. Und ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei. Lasst gerne einen Daumen hoch da, ein kleines Kommentar und vielleicht ein Abo. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.